Happy birthday, Dynamo Dresden! Happy birthday to you! Zum 60. Vereinsgeburtstag spielte die SGD am 12. April an der Alten Försterei in Berlin. Grund genug für Dynamo TV, die knapp 200 Kilometer mit hunderten Dynamo-Fans mit dem Zug in die Hauptstadt zurückzulegen. Schon Stunden vor der Abfahrt bereiteten die Ultras Dynamo alles für die Sonderfahrt vor. Nicht nur Speisen und Getränke mussten verstaut werden, darunter 24 Fässer Bier. Extra für dieses Spiel fertigten die Fans ein Sondershirt an, das noch am Bahnsteig unter die Leute gebracht wurde. Wir haben halt was Einheitliches gemacht für die Leute und halt auch die Geschichte halt mit Wänden im Block, dass hinten schwarz ist, vorne gelb, damit das so optisch ein bisschen wirkt. Der Sonderzug startete pünktlich in Dresden und die Geburtstagsfeier mit den knapp 700 Fans konnte beginnen. Entspannt wie immer so eine Fahrten sind. Alle sind cool drauf, es ist halt 60 Jahre Fahrt, cool. Sagen wir so, ich fahre schon häufiger mit dem Zug, allerdings mehr mit ICEs, um jetzt größere Strecken zu überwinden. In so einem Nahverkehrszug bin ich jetzt schon einige Zeit nicht mehr mitgefahren. Der Geschäftsführer der SGD sowie zahlreiche Mitarbeiter der Geschäftsstelle ließen es sich nicht nehmen, an diesem Tag gemeinsam mit den Fans im Zug nach Berlin zu reisen. Die ausgelassene Stimmung und den freudigen Bierkonsum kennt auch Volker Oppitz. Immerhin war das nicht seine erste Fahrt mit dem Fanzug zu einem Auswärtsspiel. Ja, schon mehrfach. Also ich kann mich jetzt an Braunschweig und Rostock explizit erinnern. Alles tolle Erlebnisse gewesen. Deswegen wollte ich natürlich heute auch unbedingt mitfahren. Bereits um Mitternacht, Punkt 0 Uhr, starteten die Dynamo-Fans ihre eigene Geburtstagsfeier und verwandelten die historische Altstadt in ein leuchtendes Lichtermeer. Als ich gestern von der Arbeit kam, so um 5 vor 12, habe ich geparkt und dann plötzlich ungefähr 4 Kilometer vom Stadtzentrum elbaufwärts Feuerwerkskörper gehört und dann irgendwann auch Dynamo-Sprechchöre und habe dann gedacht, okay, feiern noch andere diesen Tag und habe dann heute Morgen Bilder gesehen und war sehr beeindruckt. Wenn man so die Stimmung der letzten Tage sieht, merkt man eigentlich, dass der Verein für viele Leute in Dresden und Umgebung sehr, sehr wichtig ist. Ich habe auch die Bilder gesehen von gestern Nacht. Ich habe selbst zu Hause gehört, obwohl ich ein paar Kilometer entfernt wohne, was da an der Elbe los war. Und ich denke, daran sieht man, dass der Verein für viele, viele Menschen in der Stadt wirklich sehr wichtig ist. Und ja, deswegen freue ich mich auch, heute mit dabei sein zu können. In Berlin-Südkreuz angekommen, fuhren die Zugfahrer per Sonder-S-Bahn weiter in Richtung Wuhlheide. Trotz guter Feierlaune war allen im Zug klar, was an diesem Tag das Wichtigste für die SG Dynamo Dresden ist. Am wichtigsten sind halt drei Punkte eigentlich. Was anderes ist eigentlich heute nie wichtig. Also klar, der Geburtstag und so und alle freuen sich schon 6 Jahre etc. Aber wichtig ist drei Punkte. Ja, ich hoffe, dass die Stimmung so gut bleibt bei allen, die jetzt hier mit im Zug sind und bei den zusätzlichen Anhängern von Dynamo, die dorthin kommen werden. Und wir wünschen uns natürlich ein spannendes Spiel, möglichst auch einen Sieg, auch wenn wir wissen, dass es schwer ist. Im Sondertrikot ging es für die Dynamo-Spieler dann ab ins Jubiläumsspiel gegen Union Berlin. Trotz guter Chancen verpassten die Packelschützlinge vor über 2000 mitgereisten Dynamo-Fans den Führungstreffer zu erzielen. Da auch Union Berlin an diesem Tag den unbedingten Drang zum Tor vermissen ließ, trennten sich beide Teams im Ostderby am Ende, verdient mit einem 0:0 Unentschieden. Vor allem erste Halbzeit haben wir eine ausgezeichnete Leistung geboten. Hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, hier in Führung zu gehen. Ich denke, der Uali hat auf dieser linken Seite mächtig Dampf gemacht, hat den Gegner hier immer wieder vor große Probleme gestellt. Leider haben wir diese Möglichkeiten nicht genutzt. Es ist aber wirklich sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir zu Null gespielt haben. Und dann nehmen wir den Punkt mit. Da haben wir wenigstens einen Punkt, über den wir uns freuen können. Und die Fans, und mit denen wir da mit der 60-jährigen Jubiläum ein bisschen feiern können. Und ja, ist besser als gar keiner. Einziger Wermutstropfen waren das Fehlverhalten einzelner Fans sowie aggressive Übergriffe der Polizeikräfte und die teilweise völlig überzogene Berichterstattung, was insgesamt leider einen bitteren Beigeschmack hinterließ und so die Erinnerung an eine tolle und zum großen Teil friedliche Auswärtsfahrt nach Berlin im Nachhinein etwas trübte.